Hallo zusammen, hier ist wieder Hotelar und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich heute mit euch über den Level-Squish reden und dann über eventuelle Speed-Level-Methoden, die man jetzt schon vielleicht so ein bisschen erahnen kann. Und ja, ich würde sagen, da steigen wir erstmal ein. Was ist der Level-Squish? Vielleicht hat es der ein oder andere noch nicht mitgekriegt. Blizzard hat das auf BlizzCon angekündigt gehabt. Und zwar will Blizzard quasi das Level von der Zahl her reduzieren, heißt nicht mehr das Maximallevel ist 120, sondern das Maximallevel soll auf Stufe 60 reduziert werden. Jetzt könnte man meinen, okay, sie gehen her und halbieren einfach die Level. So einfach ist es nicht. Und zwar das neue Maximallevel von 60 ist quasi das, wenn man in Shadowlands auf Max-Level kommt. Heißt, wenn ihr jetzt 120 seid, dann seid ihr, wenn Shadowlands rauskommt, Stufe 50. Und dementsprechend ist das Scaling quasi zwischen 1 und 50 die Geschichte, die jetzt zwischen 1 und 120 ist. Heißt, in Shadowlands leveln wir von Stufe 50 bis Stufe 60, was dann das Maximallevel ist. Und alles davor gestaltet sich auch ein bisschen um, denn nicht nur das Level wird quasi von der Anzahl verringert, sondern es werden auch ein paar Restriktionen aufgehoben. Man kann jetzt überall leveln. Und vieles mehr. Da hatte ich schon ein Video zugemacht, deswegen will ich es jetzt hier einigermaßen kurz halten. Hier habe ich mal eine Folie von der BlizzCon auch mal aufgerufen. Und zwar soll es ab sofort so sein, wenn ihr einen neuen Char erstellt, und zwar dieser neue Char, ja, wenn ihr quasi das erste Mal einen Char erstellt oder euer Account noch relativ neu ist, dann startet ihr mit diesem Char quasi auf Exile's Reach. Das ist so eine kleine Insel und von dieser Insel könnt ihr dann quasi von 1 bis 10 spielen. Das ist unabhängig von der Fraktion bzw. von der Klasse. Da könnt ihr mit allen quasi starten und dann, sobald ihr Stufe 10 seid, müsst ihr quasi in Anführungszeichen einmal in BFA leveln, heißt von 10 auf 50 und sobald ihr 50 seid, könnt ihr dann nach Shadowlands durchstarten. Das ist für einen neuen Char quasi die, ja, die Level-Routine. Wenn ihr schon einen Char euch erstellt habt, beziehungsweise euer Account schon ein bisschen älter ist, dann startet ihr mit jedem Char auf Stufe 1, auch mit Demon Hunter und auch mit DKs. Und dann könnt ihr euch eine Startzone aussuchen. Ihr könnt auch auf diese Insel, die neu geschaffen wird, spielen und in dieser Startzone von 1 auf 10 spielen. Ihr könnt aber auch in allen alten Zonen spielen. Also ihr könnt dann auch quasi in Elwynn anfangen oder ja, bei den Nachtelfen anfangen oder bei der Horde quasi die das Ork-Startgebiet machen. Aber auch mit jeder Klasse, wie gesagt, dieses neue Gebiet euch anschauen. Und dann ist es aber so, sobald ihr Stufe 10 seid, könnt ihr mit Chromi quatschen und euch quasi eine Expansion aussuchen. Und ihr könnt dann von 10 auf 50 in Cataclysm leveln, ihr könnt von 10 auf 50 in Wrath of the Lich King leveln, in Legion, in Burning Crusade, also ihr könnt euch theoretisch eine Expansion aussuchen und in dieser bis 50 leveln und dann direkt nach Shadowlands gehen. Ist eine coole Sache, denn ihr könnt so die Story von einem kompletten Kontinent erleben und durch diesen Level-Squish wird nicht nur die pure Anzahl von Leveln verringert, sondern es wird halt auch die nötige EP verringert. Und zwar sogar relativ drastisch, wie ich das im Ohr hatte noch. Und zwar ist die Geschichte, dass ihr wirklich anscheinend in einer Expansion komplett durchleveln könnt. Sonst hat man ja mehrere gebraucht. Klar, Blizzard hat immer mal wieder die EP ein bisschen verringert, aber das scheint mir schon eine extreme Verringerung zu sein. Überlegt euch jetzt mal, ihr würdet in Burning Crusade einmal komplett durchquesten und wärt von quasi Stufe 10 dann auf Stufe 120. Also das ist natürlich dann schon ein gutes Stück schneller. Genau, auch DKs und DHs, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, die starten auch jetzt mit Level 1. Nicht so, wie es jetzt ist. DKs starten ja mit 58 und DHs, glaube ich, mit 98, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Auch die starten dann mit Level 1. Das Einzige, was anders ist, sind quasi die verbündeten Völker. Die starten mit Stufe 10, also sprich, die starten dann, wenn man sich die Expansion aussucht, müssen das Startgebiet nicht spielen. Ähnlich ist es ja jetzt auch. Die starten ja im Moment mit Stufe 20, also da ändert sich tatsächlich nicht sonderlich viel. Ich habe mir da auch mal noch ein bisschen was so am Rande angelesen gehabt. Anscheinend gab es dann noch mehr extra Interviews, wo sie gesagt hatten, dass man dann die Expansion auch swappen kann. Auf der BlizzCon hat sich das für mich tatsächlich so angehört, okay, du bist Stufe 10 und hast quasi einen älteren Account, also nicht einen neuen, wo du dann nach BFA gezwungen wirst, sozusagen, sondern du kannst dir es aussuchen und übrigens dieses
gezwungen, haben sie auf der BlizzCon ein bisschen so erklärt, ja, ein neuer Spieler, der reinkommt, der soll halt dieses Exile Suite spielen, dieses neue Startgebiet, dann BFA, dass er die BFA-Story versteht und weiß, warum er nach Shadowlands geht. Und jemand, der das natürlich schon weiß, also schon länger dabei ist, weil er wahrscheinlich BFA gespielt hat, der weiß ja, warum er nach Shadowlands geht, und der kann ja jede Expansion quasi angucken. Das war so ein bisschen Hintergrund. Und ehrlich gesagt finde ich das auch relativ sinnig. Ich glaube, was natürlich auch noch mit reinspielt, dass Blizzard sagt, okay, ein neuer Spieler soll die neue Insel sehen, weil das ist ja hochwertigerer Content in dem Sinne, weil er halt einfach neuer ist und dementsprechend die Texturen wahrscheinlich besser aussehen, schätze ich mal. Und da BFA die neueste alte Expansion dann ist, sind da die Texturen natürlich auch die schönsten und das zeigt das Spiel einfach vom besten Licht, wenn ich es jetzt mal so deuten will, ne? Wenn ihr jetzt nach Burning Crusade geht, naja, sieht die Sache vielleicht schon immer ganz so toll aus, ne? Obwohl der Content an sich gut ist, ja, aber das ist halt einfach, es ist halt einfach über 10 Jahre alt, ne? So, um das jetzt mal abzuholen. Nein, also was ich meinte, auf der BlizzCon hat sich das so ein bisschen so angehört, dass du dann dir bei Chromie eine Expansion aussuchst und in der komplett durchbasteln kannst. Und irgendwie hat sich das so ein bisschen so angehört, okay, du kannst nur die eine machen. Aber anscheinend gab es noch Interviews, du kannst auch hin und her swappen und quasi auch die ganzen anderen Expansions spielen. Das wäre mir nämlich wichtig gewesen, denn. Und was es hier gehen soll, sind Speed-Level-Methoden. Das war jetzt das Vorgeplänkel zu dem Thema, wo ich eigentlich hin wollte. Und zwar habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich bin ja jemand, der viele Chars hochgespielt hat. Ich meine, mittlerweile sind es 86 Chars auf 120 habe ich mir mittlerweile hochgespielt. Also alle, die ich so auf dem Account habe. Und da habe ich so das ein oder andere mal ausprobiert. Da gab es auch schon einige Videos. Ich habe ja unter anderem auch mal ein Video gemacht, wo ich in, ich glaube, 48 Minuten waren es von 1 auf 90 damals noch. Das ist schon ein bisschen her. Und so ein Spaß. Also Speed-Leveling finde ich auch mal ganz interessant. Und da habe ich mir überlegt, was gibt es für Methoden und was könnte man da anwenden? Im Moment, einiges haben sie herausgestrichen. Es gab ja mal dieses Karazhan-Speed-Level-Gedöns. Das haben sie ja mittlerweile kaputt gepatcht. Also das geht ja nicht mehr. Aber es gehen viele andere Sachen noch. Und ein paar von denen möchte ich durchgehen. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, okay, würde es gehen, wenn man quasi jetzt alle alten Contents von 10 bis 50 spielen kann, dass man nur über so Speed-Level-Methoden leveln kann. Zum Beispiel in Classic gibt es relativ wenig, wo man aktuell durchspeeden kann. Dafür sind Sachen zum Beispiel in Burning Crusade und in Wrath of the Lich King gibt es zum Beispiel diese beiden Arenen. Wer jetzt vielleicht nicht weiß, von was ich rede, es gibt in Burning Crusade, hier in Nagrand, gibt es hier oben mit diesen Ruinen. Gibt es so eine Arena, da kann man immer wieder Quests annehmen und gleich einen Boss töten. Wenn man dann Max-Level 2 dabei hat, dann sind die Quests eigentlich instant durch und gibt die einfach ab. Das geht relativ schnell zum Leveln. Selbiges gibt es dann quasi einmal in Nordend hier oben. Bei dieser Arena, wo man quasi dasselbige machen kann, theoretisch gäbe es ist ein Klataklysm auch, aber da habe ich es tatsächlich immer nicht gemacht. Dieses, glaube ich, irgendwo hier gibt es dann noch so eine Arena. Die nutze ich eher selten, die anderen beiden erstgenannten schon. Also das könnte man zum Beispiel nutzen. Was natürlich sehr stark ist, was ab Pandaria funktioniert, sind die Schätze, die man in Pandaria hat. Also hier jetzt habe ich hier noch ein paar auf der Map, die über verschiedenste Addons, die man abfliegen kann und die relativ viel EP bringen. Das könnte man theoretisch nutzen. Also ich würde tatsächlich dazu tendieren, mit diesen Arena-Dingern anzufangen, dann die Pandaria-Schätze mitzunehmen, weil die tatsächlich ziemlich viel EP bringen. Was dann natürlich das Allerbeste ist, meiner Ansicht nach, ist einmal in Draenor die Bonusziele und die Bonus-Objectives, also die aufzumachen. Da habe ich ja auch schon mal Videos drüber gebastelt. Da konnte man ja wirklich richtig schnell leveln, als es zwar auch zum Beispiel noch diesen Trank gab mit 300% mehr EP. Den gibt es zwar immer noch, aber der ist mittlerweile ein bisschen tricky, weil du nicht mehr erhalten kannst und arschteuer ist und solche Geschichten. Aber darum soll es jetzt hier nicht drehen. Aber wenn man diese verschiedenen Gebiete alles swappen kann, dann kann man halt richtig, richtig schnell durchballern. Und falls diese Information, dass man sich das nicht aussuchen kann, falsch wiederum ist, das kann ja auch sein, es ist ja, oder Blizzard entscheidet sich einfach anders, dass man dann gebunden ist an eine Expansion, wenn man sich entscheidet, dann stellt sich wiederum die Frage, okay, welche Expansion würde ich auswählen, wenn ich nur eine machen könnte, um quasi aus dem Aspekt, dass man nur Speed leveln könnte. Was ich jetzt auch noch sagen wollte. Das letzte, was halt auch noch relativ gut geht, ist in Legion, die Legion-Invasion. Ich denke mal, da
tue ich einem Speedleveler nichts Neues erzählen. Die sind aber halt zeitlich immer gebunden. Und auch in Legion kann man ja die Bonusziele machen. Da gibt es ja in den verschiedenen Gebieten meistens so drei Bonusziele, die man erledigen kann. Und da kann man auch relativ schnell leveln. Ich würde fast behaupten, dass das beste Add-on bzw. der beste Kontinent, um zu leveln, ist Draenor. Sprich, wenn ich nur eins auswählen könnte, dann würde ich tatsächlich Draenor nehmen. Und wirklich, also zumal man kann ja in der Garnison noch diesen 20% mehr EP-Trank sich kaufen für, glaube ich, 100 oder 200 von diesen Garnisonsressourcen, dann würde ich tatsächlich mit Draenor einfach komplett durchstarten, jedes Bonusziel machen, jedes Bonus-Objectives machen und dann müsste es eigentlich schon gewesen sein. So schnell, wie man in Draenor durchballern kann damit, dürfte das wahrscheinlich die allerschnellste Level-Methode überhaupt sein. Und da habe ich mir auch schon überlegt, weil ich ja immer auch so ein bisschen ein Goldfuchs bin, dass man das bestimmt auch boosten könnte. Viele Leute können da nicht fliegen. Man könnte die Leute von Bonusziel zu Bonusziel fliegen, quasi die Ziele abschließen mit einem Max-Level-Target, ist ja immer tatsächlich relativ schnell und dann einfach durchballern. Was natürlich auch wieder die Frage aufwirft, ab wann kann man dann fliegen, wenn der Level-Squish kommt? Weil jetzt ist es ja im Moment so, dass man Stufe 60 sein muss, um fliegen zu können. Dann hat man einen Squish. Kann man dann schon relativ früh fliegen? Kann man dann erst relativ spät fliegen? Kann man vielleicht erst fliegen, wenn man quasi dann 50, also die Maximalstufe vor Add-on-Release hat. Es wird ja auch wieder eine Pre-Patch geben, also so ein Zwischenstadium. Das sind alles so Geschichten und Fragen, die interessant sind. Oder ist es dann so, dass man ja Achievements zum Beispiel in Legion und in hier in BFA, beziehungsweise jetzt auch natürlich in Warlords of Draenor hatte, dass man fliegen kann, aber in den alten Gebieten quasi kein so ein Achievement und man es ja beim Händler lernen muss, ob sie mit dem System natürlich dann auch was umstellen, ist fraglich. Ja? Mich würde mal interessieren, was ihr zu der Thematik haltet. Habe ich was vergessen? Jetzt so Speed-Level-Möglichkeiten, die man vielleicht noch besser nutzen kann. Was mir jetzt auch zum Beispiel noch einfällt, man könnte ja dann auch den Freehold-Boost, den könnte man ja theoretisch dann auch wirklich von Stufe 10 bis Stufe 50 durchziehen. Vielleicht spielt das dann auch für den einen oder anderen Freehold-Booster ein bisschen Gold in die Kassen. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu der Thematik meint, ob ihr da noch vielleicht andere Ansätze habt, die mir jetzt gar nicht so in den Sinn gekommen sind. Und bedenkt, Leute, alles, was wir jetzt hier sprechen, es ist halt noch nicht mal eine Alpha oder Beta raus. Ne? Blizzard kann sich da auch immer noch komplett umentscheiden. Da ist nichts in Stein gemeißelt. Deswegen lasst uns da mal einigermaßen offen drüber diskutieren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, mal gucken, was ihr so über die Thematik denkt, beziehungsweise was dann schlussendlich Blizzard quasi aus der ganzen Level-Squish-Geschichte macht. Ich bin auf jeden Fall gespannt, hoffe, dass man einige neue Möglichkeiten zum Speed-Leveln bekommen kann. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Teller, bis dann, ciao.